Mo Trip Kanake mit Grips, Aachen City, Backspin TV. Ich freue mich, dass du da bist. Hast du ein schönes Getränk mitgebracht? Hätte ich auch eins mitbringen müssen. Nee, was denn das? Slush-Eis gegen die Wärme. Einfach nur Wasser und Zucker. Und für die Stimme, oder? Für die Stimme genau das Falsche wahrscheinlich. Aber ey, ist so warm. Was hast du denn gemacht? Warum ist die Stimme weg? Ich meine, Auftritt ist klar, aber ging danach noch weiter, oder? Es hat halt nicht aufgehört. Der Auftritt fing irgendwann um 17 Uhr an und ging bis 3 Uhr nachts. Dementsprechend, so höre ich mich jetzt an. Wie viele Zugaben? Sie wurde verlangt, ich durfte nicht. Also, das ist ein harter Zeitplan hier, ne? Ja, heftig. Also, ich hätte gerne noch ein paar Cappellas gekickt. Die Leute hatten Spaß, aber ich sollte nicht, durfte nicht. Wie ist denn überhaupt hier zu sein für dich? Sehr krass. Ja? Also, ich war noch nie privat hier, war noch nie auf dem Splash. Auch nicht gezeltet und so ein Scheiß? Nee, noch nie wirklich als Gast. Aber nicht jetzt aus Boykott, kam noch nie dazu, weißt du? Und dann erst mal hier direkt spielen, ist natürlich geil. Wie war denn das mit dem Publikum? Sind die abgegangen? Weil das ist ja, ne, Straßen-Attitude schon mehr in deiner Musik. Ich weiß, ne, brauchen wir nicht drüber zu hören. Aber schon ein bisschen mehr so vom ersten Einstand. Und dann auf so einem Splash-Festival, das sich ja gerne dann auch vom Publikum abgrenzt. Habe ich auch gemerkt. Also wenn wir schon mal dabei sind, habe ich auch gemerkt. Anscheinend haben alle anderen Kanaken am Donnerstag schon gespielt. Ja. Ich weiß das noch nicht ganz einzuschätzen, was das so bedeutet. Also alle, die heute spielen, sind blond. Ob das jetzt? Nein, das jetzt. Aber es fällt schon auf, doch. So. Ich glaube, Casper ist auch dunkelhaarig. Ja, stimmt. Aber eine Kartoffel. Weißt du, das habe ich dir nicht gesagt. Aber du hast, also es fällt mir auch auf, was du ansprichst. Aber es macht am Ende des Tages traurigerweise wahrscheinlich Sinn. Guck dir Reinkultur an. Das ist jetzt natürlich, das darf man nicht verallgemeinern, aber guck, weißt du, was passieren kann. War aber doch ganz nett, oder? Ich war nicht da, aber sah amüsant aus. Also ich wäre gar nicht dort gewesen, hätte Tee getrunken. Wenn ich mir die Bilder angucke, muss ich sagen, war bestimmt ein schöner Moment, so als dann auf einmal alles vorbei war. Nee, also man darf es natürlich niemals über einen Kamm scheren, aber ich kann das schon verstehen oder ich glaube sogar so weit gehen zu können, das Publikum hier will es so. Ein Rap-Kollege, der Donnerstag hier aufgetreten ist, hat mir im Vertrauen gesagt, dass man darf ja auch nichts anderes erwarten, um wieder auf Reinkultur zu kommen, dass wenn man diese ganzen Leute da einlädt, die Künstler, dass dann am Ende, wenn man sie nicht auftreten lässt, sowas passiert, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, also nur wenn man sie nicht auftreten lässt, man darf das nicht auf die Künstler schieben. Nein. Ich finde, dass jetzt Haft nichts dafür kann, was da passiert ist, aber wenn die nicht auftreten lassen, drehen die Leute halt durch. Ich würde es nicht machen, aber ich kann es nachvollziehen. Würde hier wahrscheinlich nicht passieren, oder? Wahrscheinlich nicht. Die würden dann sagen, oh, echt? Menno, sowas würde hier passieren. Und dann würden die sich ein Bier holen gehen. Aber ist cool. Das Interessante bei dir ist ja, das ging ja relativ schnell, dass du da bist, dass der Name auftaucht und auf einmal sind alle interessiert an dir und alle heiß und alle hinter dir her, oder? Es ging relativ langsam, Dicker. Meinst du? Ich rap schon lange. Ja, das tun ja viele, aber dann von dem Punkt, wo das erste Mal richtig aufgetaucht und dann kaboom. Dann hast du recht, definitiv. Das ging schnell, hat mich voll gewundert. Ich bin absoluter Rap-Fan, ich kann es immer wieder nur sagen. Ja. Ich bin auch keiner, der sagt, ey, ich bin mir zu schade dafür oder persönlich höre ich nur Klassik. Also ich höre einfach eh nur Rap. Ich bin auch Deutsch-Rap-Nazi, es gibt nur wenige Amis, die ich mir anhöre. Ich feiere diese ganzen Sachen und ich bin froh, dazu zu gehören, wirklich, ich feiere das. Wie ist denn das Gefühl dann, wenn dann der eine und der nächste kommt, dann arbeitest du mit Flair zusammen, dann kommt natürlich am Anfang Zilla, Joker, Samy Deluxe, auch im Studio gewesen. Wie ist das? Traumhaft, ja? Wirklich. Wie ist es denn, wenn Samy die Tür aufmacht und du klingelst? Ey, also bei Samy ist es nochmal was Besonderes, da weiß ich es irgendwie doppelt zu schätzen, bei diesem Joker da, nee, ist Quatsch, aber das ist so, also das ist einfach wirklich, viele würden es vielleicht nicht zugeben, ich werde das für viele was Besonderes, aber die sagen dann, es ist sowas Besonderes für mich, so, ich hätte mir das nie erträumen lassen, ich war immer Fan, hätte nie gedacht, ey, dass ich da mal teilhaben kann, meine Texte scheinen den Leuten zu gefallen oder so zu genügen, dass ich da teilhaben kann, ich weiß, da geht noch mehr, also wenn mein Album kommt, werdet ihr erst wissen, was ich kann. Und das wird euch dann auf jeden Fall, glaube ich, weiterhin überzeugen. Wie ist denn das Gefühl, wenn man da zu Samy fährt und dieses riesen Mischpult, dieses Studio sieht? Das ist schon eine andere Liga, oder? Auf jeden Fall. Ich habe mich vor das Mischpult gesetzt, Fotos gemacht. Ich bin da so, ich weiß es nicht, das ist für mich Urlaub. Ja. Und das ist was Besonderes. So. Macht man ja nicht alle Tage. Sorry, meine Stimme, Alter. Alles gut. Ich stelle dir möglichst viele Fragen, damit du es irgendwann nicht mehr merkst. Super. Nee, aber lass uns da nochmal zu dem Punkt kommen. Wenn so viele Leute an dir also Interesse zeigen und an dir ein bisschen graben und so, dann wird es natürlich auch, dass die Angebote kommen, dass alle dich managen wollen, alle wollen dir Verträge anbieten. Wie gehst du damit um? Ganz locker. Ich versuche, meine Freunde, die da eventuell einen Plan haben, mit einzubeziehen. Die helfen mir. Ich habe seit einer Woche erst ein professionelles Management. Und wer ist das?
muss, ja, sagt man das so? Ja, oder wenn du es nicht möchtest, dann. Ich meine, ich habe es mit ihm noch nicht abgesprochen, ob wir das so machen, deswegen sage ich es jetzt nicht. Ich, ja, dann belassen wir es dabei. Ja. Er ist Hamburger. Alles klar, das ist schon mal schön zu wissen. Hamburg. Ich habe es echt nicht abgesprochen, weiß ich nicht, ob ich das sagen soll. Aber bis vor einer Woche habe ich das alles selber gemacht. Dementsprechend, ich habe es eh immer so aus erster Hand erlebt und fand es immer krass so. Jetzt wird mir ein bisschen diese Arbeit im Hintergrund, die du ansprichst, die Leute haben Interesse, das wird mir ein bisschen weggenommen. Ich habe da eh nicht so viel Plan. Ich habe da ein paar Leute, die auf mich achten, sage ich mal. Aber ich bin froh, wenn ich am Ende glimpflicher durchkomme. Die Industrie, habe ich gemerkt, ist echt kalt so. Das ist wie, keine Ahnung, also wie ein Auto, da gibt es keine Liebe so. Weißt du? Ist halt ein Geschäft, das darf man nicht vergessen. Sind denn die Angebote, die da kommen, sind manchmal so ein bisschen, wo du mit den Ohren geschlackert hast oder wo du, was kommt denn da jetzt auf einmal? Also am Anfang, ich sag mal vor Albtraum, hatte ich 2 Verlagsgespräche, da hatte ich noch keine Ahnung. Die haben mir so wenig, also es war schon ein 4-stelliger Betrag, aber so wenig, da, ich fand es schon cool. Ja. Ich war kurz davor, das zu unterschreiben. Da wurden mir kurz die Augen geöffnet. Dann habe ich Albtraum released und danach wurde das schon ziemlich krass. Also ich habe jetzt kein Mal ein Blatt auf dem Tisch gehabt, wo stand, hey, wenn du hier unterschreibst, kriegst du 50.000 €, und ich habe es nicht gemacht. Weil mir geht es nicht nur um, ich will 50.000 € jetzt als Vorschuss oder irgendwie so, aber ich will auf jeden Fall nichts Kurzfristiges, ich will nicht den Fehler wie alle, ich binde mich jetzt an den, dann an den, dann an den. Das habe ich schon mit Rappern genug gemacht, also ich binde mich eh nirgendwo ran, aber ich merke, die Leute empfinden das immer so. Ich mache Mucke mit Savage, dann gehörst du Savage. Ich mache Mucke mit Flair, dann gehörst du Flair. Jetzt mache ich Mucke mit Sammy, jetzt habe ich auf einmal einen neuen Mentor. Also ich feiere die Jungs, ich feiere, dass die Mucke mit mir machen, aber mehr ist das nicht. Und ich versuche mich selber jetzt so ein bisschen in den Vordergrund zu bringen dadurch. Ich habe ein bisschen den Faden verloren, das habe ich heute schon 5-mal. Aber ist alles gut, du bist noch voll drin. Aber dann bleibt am Ende des Tages natürlich die Frage, nach dem, was jetzt kommt. Albumproduktion läuft? Auf jeden Fall. Es ist auf Hochtouren, sage ich mal. Die Aufträge für andere werden momentan nicht mehr angenommen. Hiermit offiziell, wenn die Anfragen kommen, dann kommt gar nicht auf die Idee? Gar nicht mehr. Also ja, bis mein Album kommt. Danach mache ich wieder ein Jahr für andere, dann wieder ein Album. Ich schreibe jeden Tag Texte, Dicker. Ich schreibe, wenn ich will, am Tag 3 Parts. Manchmal auch nur ein, manchmal keinen. Du weißt ja, wie es ist, aber ich wette, keiner. Okay, doch, Sammy ist krank. Ich habe gesehen, Sammy schreibt auch krass viel. Aber ich schreibe so viele Lyrics, da bleibt immer was übrig. Also, aber mein Album soll was Besonderes werden. Ich Wann kommt denn das? Wann geht's noch weiter? Gib mal ein paar konkrete Fakten. 2011 vor Dezember. Mehr konkreter kann ich nicht werden. Also, reicht ja schon. Ich meine, das Ding muss ja wachsen. Gibt's schon einen Arbeitstitel? Fürs Album? Arbeitstitel gibt es, den verrate ich nicht mal, weil eventuell der Albumtitel bleiben wird. Es gibt definitiv den Song Kanake mit Grips, den ich dir ans Herz lege, der wird auf dem Album sein. Den habe ich gestern hier 2 Parts angespielt. Der dritte und krasseste Part habe ich mir aufbewahrt, weil da geht es um die Lyrics, hier versteht man auch nicht alles. Ja. Ich habe 4 Songs gespielt, die noch nicht kannten. Komischerweise haben manche mitgerappt, also die backen anscheinend einfach so mit, aber ich kann so viel. Ist auch ganz geil eigentlich, wenn ich das gerade höre. Kann man ihn noch gar nicht irgendwo gehört haben? Unmöglich. Also den habe ich noch nicht mal aufgenommen, den kennen nur meine Jungs. Und die rappen mit unten. Ja, der so. Und ich dachte mir so von der Bühne, ey Dicker, du kennst den Text nicht, hör auf. Aber es war cool, er wollte mich einfach unterstützen so. Und ja, ich habe zum Beispiel Intergalactic gespielt, den kennt noch niemand, der ging so krass nach vorne. Also der hat mich schon gezeigt, man kann auch unbekannte Songs spielen, aber im Endeffekt will ich also lieber jetzt die Songs mal langsam raushauen, die kennen es dann und dann geht es viel krasser ab. Also Kanake mit Grips und Trip-Theorie. Dicker, ich habe eine Theorie aufgestellt. Ich bin gespannt. Wenn ihr euch daran haltet, dann ist alles gut. Ja, was für eine Theorie? Oder sagst du nichts? Noch nicht, es geht um Minus, Mal und geteilt, aber jetzt nicht so Mathe, wie ihr denkt, aber ganz simpel, jeder Vollidiot wird es verstehen. Danach weiß, glaube ich, jeder, es kann auch dumm von mir sein, danach weiß jeder, wie er einen Hit macht. Mit wem arbeitest du? Da, wie man einen Hit macht, da hat KLF. Kennst du die Gruppe KLF von früher? Leider nicht. Ich bin froh, dass es der Tupac ist. Ist auch nicht so schlimm, aber die haben ein Buch geschrieben darüber, wie man einen perfekten Hit schreibt. So. Und sie haben garantiert, wenn man sich an das Buch hält, hat man einen Hit. Und wenn es nicht klappt, kriegt man das Geld fürs Buch zurück. Das ist krass. Also, kannst du ja mit deiner Platte dann genauso machen. Oh, ne, das ist gefährlich, weil bei diesen Wack MCs muss ich ganz viel zurückzahlen. Aber nee, ich glaube, wer hat das auch gemacht? Das hat schon mal jemand gemacht auf jeden Fall. Mir fällt es leider nicht ein. So, aber so Biggie Smalls hat auch schon mal die Regeln aufgestellt, wie man einen Hit schreiben muss. Nee, aber eher dieses, wenn es nicht klappt, so dann hier. Ja. Aber nee, da bin ich kein Gefühl für. Aber mit wem arbeitest du denn noch? Das möchte ich noch mal wissen. Für mein Album? Ja, für mein Album. Wer ist dabei? Ich möchte Name-Dropping haben. Boah, ich bin da auch kein Fan von. Aber ich zieh mich nicht daran hoch. Ich bin froh, dass diese Leute auf meinem Album sind. Also von dem ich es genau schon sagen kann. Natürlich wird dieser ehrenwerte Mensch da auf meinem Album. Der extrem gut aussehende Werder-Fan deiner Ecke. Ich feiere ihn wirklich extrem. Nicht, weil er mein Macker geworden ist, weil wir uns gut verstehen, so, sondern weil er wirklich, ich finde, es ein super Rapper. Und ich weiß, was er kann. Ich schreibe oft mit ihm zusammen. Er ist richtig krass. Nebenbei wird Zilla natürlich auf meinem Album sein.
Und der Song, der schon recorded wurde, Mann, aber dann nehme ich viel zu viel davon weg. Also wir haben, Sammy und ich hätten einen Song, der bis jetzt dafür steht, dass er auf meinem Album ist. Aber, ich würde mich freuen. Ey, ich auch. Das ist mir so eine krasse Ehre, so, weißt du? Aber es sind noch mehr Namen dem Kaliber am Start. Glaub mir. Die kann man sich wahrscheinlich auch denken. Da bleibt natürlich. Manche auch, die du dir nicht denkst, definitiv. Wollen wir ein Ratespiel draus machen? Nö. Oh, schade, dann lassen wir es sein. Aber dann bleibt natürlich die letzte Frage, wenn du schon Zilla und Joker aufzählst. Was ist mit eurem Projekt, das ihr zu dritt machen wolltet? Du hast uns sogar zu der Zeit interviewt. Ich habe ein Interview dazu. Ich würde das ganz, sonst muss ich das jetzt irgendwie löschen oder so. Es hat keine Gründe mit uns. Also, es hat nichts mit uns zu tun. Nichts Persönliches, meinst du? Wirklich nicht. Hat auch nichts mit dir zu tun, dass das Interview so war, dass wir dachten, nee, so ein Scheiß-Interview. Wir haben keinen Ansprechpartner. Wir wollten es erst schnell Geld machen, 500 CDs für die Tour. Dann wurde es so gut, dass wir es releasen wollten. Und dann wurden wir uns weder mit Orgi, also es hat jetzt nichts gegen Orgi oder Flair. Wir wurden uns nicht einig mit den Release-Partnern und haben gesagt, keine Pistole auf die Brust, kein Stress. Wir nehmen uns die Songs, releasen die so, wie wir wollen, auch wenn wir sie uns am Ende auseinanderpflücken und auf unsere Alben tun. Super Songs sind entstanden und das ist, was zählt. Schade, dass wir es angekündigt haben und ein paar Leute enttäuscht waren. Ich krieg gerade Gehirn... Brain Freeze? Kennst du das? Oh, mein Gehirn verbrennt gerade richtig. Ja, dann lassen wir es auch dabei sein am Ende. Trink du weiter dein Getränk, ist nur noch Eis. Nur noch Eis, Alter. Aber ich will jetzt aussauern. Ich sag Dankeschön fürs Gespräch. Ich danke dir auch. Wir sprechen uns zum Album sicherlich nochmal. Kommst du uns besuchen, ne? Definitiv, sehr gerne. Bei dir im Büro. Ja, aber dann noch ein Interview, das ich auch ausstrahlen darf, ne? Darfst du, Dicker. Du darfst auch das ausstrahlen. Dankeschön. Das ist die Erlaubnis, Backspin TV. Bis dann. Peace.